Borcher, el actual director de los museos de Brujas desde el año 2014, tiene una enorme trayectoria de trabajos que ha hecho desde los museos y también de investigación. Una de las primeras empresas importantes que hizo fue la exposición para la capital europea de la cultura, que fue Brujas en el año 2002, sobre Jan van Eyck y los pintores del sur, del que yo tuve la fortuna de estar en el comité científico. Ha hecho también una serie de exposiciones, muchas en Madrid, porque ha colaborado bastantes veces con el Museo Thyssen. Por ejemplo, ha realizado en 2005, tanto en Brujas como en Madrid y en Nueva York, los retratos de Memling. Algunos habrán podido tener ocasión de verlos en el Thyssen. También en Berna, en Brujas y en Viena, en el año 2008 y 2009, ha realizado la exposición de Carlos el Temerario. En el 2009 también en el Thyssen, las grisallas de van Eyck. Y una exposición tan importante como la de van Eyck al principio en 2002 fue la de 2010 en Brujas, de van Eyck a Durero, que son las pinturas flamencas primitivas y la Europa central. También ha hecho la exposición de Memling en el 2014 en Roma. Especializado en primitivos flamencos, ha estudiado tanto las figuras de van Eyck como de Memling y otros muchos. Una publicación de este año mismo es sobre el propio Bosco, una idea original de la editorial con otros autores, pero que en el caso del Bosco ha resultado magnífica. Se llama El Bosco al detalle, que incluso algunos habrán podido tener la oportunidad de ver. Van a tener la oportunidad de escuchar esta conferencia de Till Borcher-Holger. Lo diré al revés. Till Borcher. Tiene la palabra Till Borcher. Vielen Dank, Pilar, für diese sehr freundliche Einladung. Ich muss mich gleich entschuldigen. Ich habe den Text der Übersetzerin heute sehr spät überliefert. Ich hoffe, dass wir sozusagen ohne große Probleme durchkommen. Hieronymus Bosch, den zeitgenössischen Dokumenten als Hierun oder Jun von Aachen bezeichnen und der seine Werke mit Bosch signierte, gehörte einer Malerfamilie an, die ursprünglich aus Aachen stammte. Sein Urgroßvater Thomas und dessen Bruder Johann von Aachen hatten sich bereits um 1400 in der Stadt Nijmegen im Herzogtum Geldern niedergelassen. Der Großvater Jan von Aachen war aus Nijmegen 1426 nach 's-Hertogenbosch gezogen und hatte dort eine Werkstatt gegründet. 4 Söhne erhielten dort ihre Ausbildung als Maler, darunter auch Antonis van Dijk, der Vater des Malers. Antonis betrieb gemeinsam mit seinen Brüdern eine Werkstatt, in der Bosch seinen Beruf erlernte. Das am Markt gelegene Gebäude, in dem sich die Werkstatt befand, fiel 1463 dem großen Stadtbrand von den Bosch zum Opfer, wurde aber anschließend durch Antonis van Aachen wieder aufgebaut. Hieronymus, der vermutlich um 1450 als 4. von 5 Kindern geboren wurde, dürfte die verheerende Feuersbrunst von 1463 bewusst erlebt haben. Möglicherweise speisen sich die zahlreichen Höllenfeuer, die auf den Werken von Bosch zu sehen sind, von dieser Schreckenserfahrung der Jugendzeit. Urkundlich wird Hieronymus Bosch erstmals 1447 erwähnt, als er zusammen mit dem Vater und älteren Geschwistern einem Finanzgeschäft zustimmte. Man nimmt daher an, dass er damals bereits geschäftsfähig war. 1480-81 wurde der Meister, taucht fortan in Dokumenten als Skilder Maler of Picture auf. Er ließ sich damals einen Erbteil auszahlen, machte sich selbstständig und heiratete Aleid van der Merwenne. Seine Ehefrau stammte aus einem einflussreichen und wohlhabenden Kaufmannsgeschlecht aus Hertogenbosch und war die alleinige Erbin eines beachtlichen Familienvermögens.
Wahrscheinlich unterhielt Bosch weiterhin enge Kontakte zur Werkstatt seiner Familie. Nach dem Tod des Vaters war die Leitung der Werkstatt an den ältesten Bruder Goswinus übergegangen, der gleichfalls das Malerhandwerk erlernt hatte und Meister war. Auch der zweitälteste Sohn der Familie, Jan, arbeitete dort. Nach dem Ableben von Guswein von Aachen um 1499 bis 1500 führte dessen Witwe Katelaine die Familienwerkstatt weiter. Während die übrigen Familienmitglieder in Dokumenten meist als Schuldner auftauchen, werden im Falle von Bosch... Okay. Beide Probleme. Während die übrigen Familienmitglieder in Dokumenten meist als Schuldner auftauchen, werden im Falle von Bosch und seiner Frau vor allem Einkünfte beurkundet. Das Ehepaar verkaufte unmittelbar nach der Heirat einige aus der Mitgift stammenden Besitzungen im Umland, um so die Einrichtung der Werkstatt sowie den gemeinsamen Haushalt, zu dem auch standesgemäße Dienerschaft zählte, zu finanzieren. Der Maler, der seine Frau geschäftlich vertrat, war vermögend genug, um nicht von der Ausübung seines Berufes leben zu müssen und wurde in den Steuerakten zu den reichsten Bürgern der Stadt gezählt. Zu der gehobenen Stellung von Bosch passt, dass er nicht lange einfaches Mitglied der Liebfrauenbruderschaft von Herzogin Bosch blieb, die in der St.-Jans-Kerk ihren Altar unterhielt. Bereits ein Jahr nach seinem Beitritt, 1487-88, wurde ihm die Ehre zuteil, am jährlichen Schwanenbankett der Gilde teilzunehmen, an dem lediglich geschworene Mitglieder sowie die adlige Schwanenbrüder teilnahmen. 1489 wurde Jeroen, der Schilder, offenbar selbst als geschworener Bruder aufgenommen, eine Ehre, die ansonsten allein Theologen und Priestern vorbehalten war. Kurz nach 1489 fertigte Bosch für die Brüderschaft zwei Flügeltafeln mit Darstellung von Johannes dem Täufer und Johannes dem Evangelisten für den 1468 von dem Utrechter Bildhauer Adrian van Wesel gefertigten Altaraufsatz an, für den die Bruderschaft schon den Vater des Malers als Ratgeber herangezogen hatten. Und meist werden die beiden Gemälde in Lazzaro Galliano und in Berlin mit diesen Tafeln assoziiert. Hieronymus Bosch schuf für die Altäre der St.-Jans-Kerk in seiner Heimatstadt Altaraufsätze mit der Darstellung der Erschaffung der Welt sowie ein Retabel mit vier Szenen aus dem Leben der Judith und der Esther, die verloren sind. Neben Aufträgen von kirchlicher Seite scheint der Maler immer wieder auch Bestellungen des städtischen Bürgertums ausgeführt zu haben. Und ich zeige hier auch zwei Beispiele, das Frankfurter Exe-Homo-Bild und das Brüsseler Bild mit der Kreuzigung, was leider nicht hier ist. Hieronymus Bosch schuf für die Altäre. Zu den Förderern des Malers zählte auch der niederländische Hochadel. Für Hendrik III. Von Nassau beauftragte wahrscheinlich den Garten der Lüste den Antonio de Beatis, der Kardinal Luigi de Aragona als Privatsekretär 1517 in den Niederlande begleitete, im Brüsseler Palast des Grafen von Nassau sah. In seinem Tagebuch sprach er von Gemälden mit verschiedenen bizarren Darstellungen, auf denen Meer, Himmel, Wald, Landschaft und viele Dinge nachgebildet sind, solche, die es an den Muscheln kriechen, andere, die von Kranichen ausgeschieden werden, Frauen und Männer, Weiße und Schwarze in verschiedenen Tätigkeiten und Stellungen, Vögel, Tiere jedweder Art in großer Natürlichkeit, angenehme und fantastische Dinge, die man denen, die sie nicht gesehen haben, überhaupt nicht beschreiben kann. Die Beschreibung gibt einen Eindruck davon, wie die Zeitgenossen des Malers das Werk wahrnahmen. Sie bewunderten die ungeheure Vielseitigkeit der als bizarr und fantastisch empfundenen Darstellungen, welche als originell und unterhaltsam angesehen wurden und waren von der Kunstfertigkeit des Malers fasziniert, die Natur nachzuahmen. Das als Triptychon konzipierte Bild zeigt außen die Erschaffung der Welt als eine in Grisaille geschaltete Sphäre, in deren Mitte die Erdscheibe sich befindet.
Innenseite des Triptychons nutzt dagegen das konventionelle Schema der Weltgerichtsikonografie und entfaltet ein bizarr anmutendes Landschaftspanorama, in dem Menschen und Tiere agieren. Auf dem linken Flügel ist das von exotischen Tieren bewohnte Paradies dargestellt, in dessen Vordergrund die Erschaffung Evas zu sehen ist. Und auf dem Höllenflügel ist die Unbeschwertheit der Menschheit auf der Mitteltafel dem blanken Entsetzen gewichen. Tierische Monstren vergehen sich an Frauen und Männern, Musikinstrumente werden zu Folterwerkzeugen, die Paradieslandschaft ist der Apokalypse gewichen, wo Feuersbrünste im Hintergrund der Städte Zeugnisse der Zivilisation vernichten. Und ich zeige das, um sozusagen nochmal zu unterstreichen, wie weit der Garten der Lüste formal sich an Weltgerichtsdarstellungen orientiert. Einen weiteren Auftrag erhielt Hieronymus Bosch von niemand Geringeren als dem Burgunder Herzog Philipp dem Schönen, für dessen Brüsseler Residenz er 1504 ein Weltgericht sowie ein Antonius-Triptychon malte, für das er royal entlohnt wurde. Von der herzoglichen Kämmerei in Lille erhielt er damals einen Vorschuss von 36 Livre für ein monumentales Triptychon mit der Darstellung des jüngsten Gerichtes. Das Triptychon, das neben dem Weltgericht aus auch Paradies und Hölle darstellte, war für den persönlichen Gebrauch des Herzogs bestimmt und sollte Eindrucksfälle 2,50 Meter mal 3 Meter messen. Aufgrund des aufflammenden Gälischen Krieges, der im Januar 1506 erfolgte Abreise Philipps des Schönen nach Spanien, sowie des unerwarteten Todes, der Burgunder Herzog starb im September des Jahres in Burgos, erfolgten keine weiteren Zahlungen und wurde der prestigeträchtige Auftrag wohl obsolet. Obwohl das Wiener Weltgerichtstriptychon deutlich kleiner ist, als es das Dokument verzeichnet, versprechen verschiedene Indizien dafür, dass es sich hierbei dennoch um das von dem früh verstorbenen Herzog beauftragte Triptychon handeln könnte. Die Änderung der Maße könnte womöglich eine Planänderung zugrunde liegen, die der Maler in Rücksprache mit dem Hof vornahm. Die Tatsache, dass die ursprünglich angelegte Stifterfigur noch während der Bildentstehung übermalt wurde, könnte wahrscheinlich ebenso als Reaktion auf den Tod des Herzogs zu verstehen sein, wie die blinden Wappenschilde, welche die Rückseite zieren. Denn wenn das Triptychon tatsächlich für den persönlichen Gebrauch des Herzogs bestimmt war, ist seine ursächliche Verknüpfung mit einer bestimmten Stiftung, die ja auch nach dem Tode des Herzogs bestanden hätte, keineswegs zwingend. Doch auch die ungewöhnliche Kombination der beiden in Grisaille abgebildeten Heiligen auf den Außenseiten des Triptychons verweist auf Philipp den Schönen als Auftraggeber. Es handelt sich um den heiligen Barbo und Jakobus, die Schutzpatrone von Flandern und Spanien. Dass der heilige Barbo dabei unmissverständlich durch die charakteristischen Bildniszüge des Herzogs aufweist, ist zweifellos dem prominenten Auftraggeber geschuldigt. Wahrscheinlich gelangte das Triptychon kurz nach dem Tode Philipps in den Besitz seiner Schwester Margarete, welche die Regierungsgeschäfte in den Niederlanden wahrnahm. Während seines Aufenthaltes in den Niederlanden hat Lukas Cranach das Weltgerichtstriptychon studieren können und nach seiner Rückkehr in Deutschland eine in manchen Details abweichende Kopie des jüngsten Gerichtes angefertigt, die annähernd dieselben Maße wie das Original hat und die sich heute in Berlin befindet. Neben der unterhaltsamen Höllenszene und moralisierenden Darstellung aus dem Alten Testament schuf Bosch auch Bilder der Passion Christi, die in der Tradition spätmittelalterlicher Andachtsbilder stehen und die Compassio Christi unterstreichen. Schon zu Lebzeiten waren die Werke von Hieronymus Bosch so begehrt, dass neben ihm selbst auch die Familienbergstadt-Gemälde von Motiven des Meisters fertigte. Auch nach dem Tod von Bosch im Jahre 1516 scheinen dessen Neffen mit der Nachahmung der originellen Bilderfindungen Erfolg gehabt zu haben, die freilich zunehmend auch in anderen Zentren den Niederlanden kopiert wurden. In gewisser Weise liegt hierin ein Kernproblem des Boschschen Oeuvres, das stilistisch durchaus heterogen erscheint. Die Unterschiede liegen teils im Erhaltungszustand der Malerei, begründet sind aber teilweise auch verschiedener Pinselführung, Variationen im Farbauftrag geschuldet.
Und dies führt uns zum Problem der Werkstatt von Bosch, beziehungsweise einem von einem Familiennetzwerk betriebenen Verbund von Werkstätten, der in nächster Nähe voneinander arbeitete. Grundsätzlich sind Malerwerkstätten im ausgehenden Mittelalter kollektiv geführt. Damit ist gemeint, dass ein Meister mit verschiedenen Mitarbeitern, Gesellen, Gehilfen und Lehrlingen arbeitete und diese am Produktionsprozess der Gemälde in ganz unterschiedlicher Form beteiligt waren. Die Mitarbeiter malten im Stile des Meisters, verleugneten ihre eigene Handschrift so weit wie möglich. Der individuelle Pinselstrich, die Maniera, war eine Kategorie, die erst gegen Ende des Quattrocento in der Kunstliteratur Italiens aufkommt. Erst dann weichen die geglätteten Oberflächen der Gemälde, etwa Roger van der Weydens, allmählich Malflächen, in denen die Pinselführung erkennbar wird. Die Produktion der Werkstatt war kollektiv. In gewisser Weise stehen mittelalterliche Werkstätten den Kunstfabriken von Andy Warhol und Damien Hirst näher als Van Gogh oder selbst den Malerfürsten des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Im Falle von Bosch greift eigentlich selbst der Vergleich mit Warhol zu kurz und es ist beinahe sinnvoller, sich die Bosch-Werkstätte in Analogie mit Walt Disney und seinen Studios vorzustellen. Wir sehen die Unterschiede der Technik, wir nehmen die Comicfiguren aber dennoch als Produkte von Disney wahr, ungeachtet der Tatsache, wie subtil die Unterschiede eigentlich sind. Und damit meine ich zum Beispiel solche Details, die dort deutlich voneinander abweichen, aber die in unserer Wahrnehmung als Disney-Produkte wahrgenommen werden. Im Falle von Bosch wird das Verhältnis zu dieser zünftischen Tradition der Malerwerkstätten vielleicht am besten in seinen Zeichnungen anschaulich. In der Ausstellung ist das Berliner Blatt mit zwei kleinen Kopfstudien zu sehen, das in seiner minutiösen Ausführung an die Silberstiftzeichnungen der Zeit um 1450 anschließen und in dem vorsichtigen Gebrauch von Weißhöhungen Affinitäten zur zeitgenössischen Buchmalerei aufweisen. Der Großteil der an Bosch zugeschriebenen Zeichnungen, unter denen sich zweifellos auch Blätter von Mitarbeitern seiner Werkstatt befinden, ist indes von einer anderen Art. Es sind in der Regel spontan wirkende Skizzen mit dem mehr oder weniger skurrilen Motiven. Das vorliegende Blatt scheint Motive aus dem Repertoire von Bosch zu reproduzieren und dürfte wohl einem der Mitarbeiter zuzuschreiben sein. Dagegen ist diese Zeichnung viel spontaner ausgeführt und sozusagen ist eine Studienzeichnung als Studienzeichnung und keine Kopie zu sehen. Der Baumensch gehört dagegen zu den erstaunlich detailliert ausgearbeiteten Blättern von Bosch, die zugleich dessen zeichnischen Höhepunkt bedeuten. Das Finish der Zeichnung erinnert an frühe Zeichnungen und ich zeige zum Vergleich eine in Paris bewahrte Kopie nach einer verlorenen Van Eyck-Komposition. Man sieht den Unterschied in der Technik, man ahmt aber den Silberstift nach. Das ist um 1500 dann nicht mehr der Fall. Nachdem wir nun den Kontext der Boschen Produktion skizziert haben, wenden wir uns den konzeptuellen Aspekten seiner Kunst zu. Denn wie kein zweiter Tafelmaler seiner Generation antizipiert Bosch in seinen Werken die legitime Erwartungshaltung der zeitgenössischen Betrachter, um diese dann überraschenderweise eben nicht zu erfüllen. Er enttäuscht die Erwartungen und übertrifft diese zugleich. Er nutzt das aus der Rhetorik bekannte Stilmittel der Sustentio, der Überraschung, und kommt so zu innovativen Bildideen. Boschs Grisaien eignen sich in besonderem Maße, um diese Technik zu veranschaulichen. Denn Boschs Grisaien, welche die geschlossene Alltagsseite seiner Triptychen zierte, nehmen in der Geschichte der altindischen Malerei eine Ausnahmeposition ein. Abgeleitet von dem Wort gris, grau, bezeichnet Grisaille jene erstmals im 14. Jahrhundert auftauchenden monochromen Darstellungen, die weitgehend auf Farbigkeit verzichten und stattdessen ihre Bildwirkung durch kunstvoll nuancierte Abstufungen von Schwarz und Weiß erzielten. Obwohl der Begriff selbst erst aus dem 17. Jahrhundert stammt, wurde diese Sonderform der Malerei bereits von Beginn an als eine eigene Gattung erkannt und in der Malerei als de noir, de blanc, beziehungsweise als colorem lapidum
als Steinmalerei bezeichnet. Zweifellos förderten auch praktische Erwägungen die Verbreitung der Grisaille, sowohl in der spätmittelalterlichen Tafel, Buch als auch Glasmalerei. Da man für diese Produktion keine teuren Farbpigmente benötigte, waren Grisaille verhältnismäßig günstig zu produzieren. Doch war dieser Aspekt sicherlich nicht ausschlaggebend für den Erfolg der monochromen Kunst, da man etwa monochrome Buchmalereien in den höchsten Kreisen des Burgunderhofs schätzte. Und ich zeige hier die Brüsseler Handschrift der Histoire de Charles Lemagne und hier das in Den Haag aufbewahrte Stundenbuch von Philipp dem Guten, beide in Grisaille ausgeführt. Gleichzeitig boten Grisaille-Darstellungen schon Malern wie Jan van Eyck, Hugo von der Goes oder Hans Memling ein vollkommenes Vehikel, um ungeachtet der Gestaltungsgrenzen ihre maltechnischen Fähigkeiten und bildnerische Virtuosität demonstrativ unter Beweis zu stellen. So geben die in Grisaille gestalteten Rückseiten zahlreicher altniederländischer Flügelaltäre häufig fingierte Steinskulpturen wieder, in denen man ehrgeizige Zeugnisse eines Gattungswettstreites zwischen Malerei und Bildhauerei erkennen kann. Dieser Paragone konnte sich freilich nur innerhalb der enger Grenzen entfalten, die durch die Altarfunktion sowie durch kirchliche Praktiken und Traditionen bestimmt wurde. Denn in erster Linie waren die Grisaillen altniederländischer Flügelaltare liturgisch motiviert und hingegen mit der Fastenzeit zusammen, deren Entsagungsaspekt durch den Verzicht auf Farbigkeit gleichermaßen seine ästhetische Entsprechung fand. Ich zeige hier zwei Grisaillen von Memling und hier das Beispiel von Van Eyck in der Thyssen-Sammlung, das mit dem Gedanken spielt, es sei ein geschlossenes Triptychon und auch sozusagen die Idee der Sustentio, der Überraschung, rhetorisch artikuliert. Auch die Grisaille-Darstellung von Hieronymus Bosch finden sich ganz kirchlichen Normen und liturgischen Notwendigkeiten entsprechend auf den Rückseiten seiner Flügelaltäre, so wie das hier in dieser Ausstellung wunderbar sehen kann. Ungeachtet dieser religiösen Kontextes erschließen sich Boschs Grisaillen allerdings erst vor dem Hintergrund der durch Van Eyck und Roger van der Weyden begründeten Tradition der Tafelmalerei. Denn Joschs Graumalereien durchbrechen radikal die Konvention dieser Bildgattung. Sie zelebrieren nicht länger den Illusionismus, indem sie raffiniert scheinbar Skulpturen vortäuschen. Vielmehr enttäuschen sie die an traditionellen Bilderfahrungen geschulten Erwartungen zeitgenössischer Betrachter und überwinden diese dadurch zugleich. Abermals bedient sich Bosch des rhetorischen Stilmittels der Sustentio, der Überraschung, wenn er etwa statt eines traditionell als Grisaille gestalteten Verkündigung dem Beginn des christlichen Heilplans die Erschaffung der Welt oder die gesamte Passionserzählung zeigt. Künstlerisch enorm anspruchsvoll revolutionieren Boschs Grisaillen die Bildgattung und bedeuten zugleich deren einsamen Höhepunkt, der erst im Œuvre von Pieter Bruegel dem Älteren überhaupt fortgesetzt wird. Virtuos gestaltet Bosch die zirkelförmig konzipierte Passion Christi. Der reduzierten Farbigkeit der Grisaille steht hier eine bemerkenswert spontane und skizzenhafte Pinselführung gegenüber, welche dem Betrachter die individuelle Fertigkeit des Künstlers, dessen Maniera eben als Gestaltungsmittel unmittelbar vor Augen führt. Mit nur wenigen flüchtigen Pinselstrichen trägt Bosch dünne Grautöne auf und wirft so einen grandiosen, durch abwechselnd dunkle und helle Konturlinien bedingten Landschaftshintergrund, der als Kulisse der Passionserzählung dient. Die Figur des einsam am Ölberg betenden Jesus gestaltet der Maler mit weißem Pinsel trotz des kleinen Maßstabes derart routiniert, dass selbst das Gesicht des Heilands noch schemenhaft zu erkennen ist. Ganz schwarz hingegen erscheint die Gestalt des schlafenden Engels, schlafenden Apostels, der rechts hinter dem Felsen ruht, während der von links bereits die Häscher mit ihren Lanzen und Fackeln der Szene sich nähern. Die in den Evangelien kodifizierte Abfolge der Passionen setzt Bosch entgegen dem Uhrzeigersinn um, die Darstellung der von Geburt
von Christi Gebet auf dem Ölberg steht am Beginn, die Grablegung am Ende der Bilderzählung. Bosch's Passionserzählung ist in eine undurchdringliche Finsternis geschrieben, eingeschrieben und variiert dabei von anderen Passionsdarstellungen, so wie Sie ja aus der Periode kennen, und die mit der Verehrung der sieben Schmerzen der Maria zu tun haben. Der Maler integriert einzelne Stationen des Leidens Christi in eine panoramaartige Landschaftsdarstellung mit hohem Horizont, von der sich in der Bildmitte der Berg Golgatha erhebt. Effizient in der Wahl der malerischen Mittel erzeugt Bosch eine in der Verwendung der Grautöne überaus differenzierte Darstellung. Merklich konstruiert das tiefe Schwarz der Finsternis mit dem schwarzdunklen Himmel, vor dem sich mit weißen Pinselstrichen gestaltete Silhouette einer von mächtigen Gebäuden beherrscht Stadt, gemeint ist Jerusalem, abzeichnet. Das Schwarz des zum Zeitpunkt der Kreuzigung verdüsterten Himmels trägt Bosch über einem helleren Fond auf, indes nicht gänzlich kleckend auf, sodass sich rechts entlang der Horizontlinie der Eindruck einer aufziehenden Dämmerung einstellt. Und hier sozusagen die weiteren Szenen aus der Passionsdarstellung, die erinnern an die zyklischen Darstellungen der sieben Schmerzen von Maria, wie wir sie kennen, oder eben auch an die Passionsdarstellungen, an die Simultanbilder in der Tradition von Hans Memling. Im geschlossenen Zustand zeigt das Triptychon der Anbetung der Könige die Gregorsmesse. Das auf der Altarmensa aufgestellte Retabel mit der Darstellung von Christus als Schmerzensmann wird durch eine als Simultanbild konzipierte Passionsfolge gerahmt, die von der Kreuzigung bekrönt wird. Auch hier wieder sozusagen simultan, so wie das Memling in seinen großen Altären vorgemacht hat. Die in zickzackartiger Abfolge aufgebaute Erzählung erinnert eher an skulpierte Kalvarenberge als an Malerei. Und die bei dem Bildthema üblichen Arma Christi werden ersetzt, nämlich durch die Passionsszene. Sie werden gänzlich durch einen neutralen Hintergrund hinterfangen, dem Engel und Teufel die Seelen der beiden gemeinsam mit Christi auf Golgatha gekreuzigten Schächer in Obhut nehmen. Die einzelnen Stationen des Leidensweges Christi sind trotz der routiniert flüchtigen Malweise detailliert geschildert, sodass selbst einzelne Protagonisten, wie etwa die heilige Veronika, eindeutig identifizierbar sind. Ungewöhnlich ist, dass Bosch den tatsächlichen Rahmen des Triptychons vollständig bemalte und so integral in die Bildwelt seiner Malerei einbezieht. Durch diesen Kunstgriff, der sich nur vereinzelt in altindischen Retabeln nachweisen lässt, vermag Bosch die Komposition einerseits ohne formalen Bruch zu gestalten und unterstreicht andererseits die besondere Präsenz des Corpus Christi, der nun wahrhaftig aus der Bildebene hervorkragt. Christus erschien Papst Gregor der Legende nach leibhaftig während der Eucharistiefeier und zerstreute so dessen Misstrauen gegenüber dem Wunder der Transsubstation, das heißt der Verwandlung von Brot und Wein in die Gegenwart des Gekreuzigten. Die Lehre von der während der Eucharistieliturgie durch Priesterworte sich manifestierenden Wesensverwandlung war im Spätmittelalter hochaktuell, wurde von den Gelehrten überaus kontrovers betrachtet und im Protestantismus wenig später als Dogma abgelehnt. Bosch scheint in seiner Darstellung auf zeitgenössische Zweifel in der Wandlung der Hostie zu reagieren, indem er das zu beiden Seiten des Altars hinter Vorhangen platzierte Gefolge des Papstes von der Zeugenschaft des Wunders der göttlichen Präsenz ausschließt und sie damit vermutlich als ignorant kennzeichnet. Bosch ist ein Meister in der Gestaltung von Gesein und lockt dieser in ihren Ausdrucksmitteln beschränkten Gestaltungsweise bemerkenswerte Nuancen. Nicht minder als drei verschiedene Graumalereien verknüpft Bosch in seiner Darstellung, die sorgfältig in ihren Grauwerten gegeneinander abgestuft werden.
Die sich hierin offenbarende künstlerische Virtuosität ist indes keineswegs Selbstzweck. Vielmehr nuanciert Bosch absichtsvoll, um so die unterschiedlichen Realitätsebenen der Komposition zu veranschaulichen. So ist das eigentliche Altarretabel heller als die Passionsfolge. Und während die Engelsfiguren scheinbar in Form eines plastischen Reliefs auf der Oberfläche zu liegen scheinen, wirken die dunklen Passionsszenen vollplastisch. Die warme, ins Bräunliche gehende Tonalität bei der Gesein kontrastiert schließlich mit der kalten Finsternis, in der sich der Kampf zwischen den Kräften von Gut und Böse entfaltet. Eine andere Gesein, die wir auf der Rückseite des Brügger-Triptychons finden und die hier nicht zu sehen ist, weil das Triptychon an der Wand steht, ist eine Dornenkrönung, die analog mit der Londoner Dornenkrönung zu sehen ist. Hier geht es um eine Grisaille, die als eine Nische in den Raum eingelassen ist und von daher eher eigentlich an Epitaphien erinnert, steinnischenartigen darstellenden Kirchen, die hier offensichtlich für Bosch als Referenzpunkt gelten. Wiederum anders geht es den Kreuztragungen, die oft durch Nebenfiguren erweitert werden und das biblische Erlebnis ausschmücken. Meist handelt es sich um Zuschauer, die den Kreuzeszug säumen und als Zeugen des Passionsgeschehens auftreten. Bosch brach insofern mit den Gepflogenheiten seiner Epoche, als dass er die am Rande der Kreuztragung erscheinenden Gestalten mit ihren Kindern nicht erkennbar zeitgemäßes kleidet. Offenbar bleibt, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, ob diese Ambivalenz wird nicht zuletzt dadurch erzeugt, dass die Figur dem heiligen Christophorus ähnlich. Das Kind auf deren Schultern gleicht dem Jesusknaben. Der Apfel in der Hand des Kindes erinnert an die Erlösungsbedürftigkeit der Menschheit, die durch den Kreuzestod Christi vollzogen wird. Das Jesuskind, dem Christus der Passion begegnet, ist natürlich unmöglich. Und einer der Schergen der Kreuztragung scheint den Mummenschanz, den der Maler hier nicht ohne Gespür für Ironie vorführt, zu durchschauen und beklagt sich lauthals. Die Außenseite des Triptychons mit der Versuchung des heiligen Antonius zeigt mit der Gefangennahme und der Kreuzigung Christi zwei Szenen der Leidensgeschichte. Mit offenkundiger Freude am Anekdotischen wird besonders die Gefangennahme erzählerisch ausgeschmückt, werden hier Aktionen und Reaktionen der Figuren penibel ins Bild gebracht. Malchus, der Knecht des Hohepriesters, ist gefallen und ist im Begriff, sich wieder aufzurichten. Die an einem Stab befestigte Leuchte, mit der der Gerichtsdiener nächtens durch den Garten Gethsemane zum Ölbock geführt hat, ist zu Boden gefallen. Simon Petrus ergreift den Knecht in dessen Schulter und holt mit dem Schwert zum Schlag aus. Das Johannesevangelium berichtet davon, dass der Apostel ihm das Ohr abschlug. Das Lukas-Evangelium berichtet von der Heilung des verletzten Häschers durch Jesus. Die Grisaille, die wir sehen auf dem Lissabonner Triptychon, ist sozusagen eine Drei-Stufen-Technik, die von einem neutralen Grauwert ausgeht, auf der einen Seite Schwarzwerte, auf der anderen Seite Weißwerte einsetzt. Die sind technisch überraschend dicht angelehnt an die Miniaturmalereien der Zeit, haben viel mehr mit Miniaturmalereien zu tun als mit den Tafelmalereien von Van Eyck oder Roger van der Weyden. Fast stellt sich hierbei die Frage, ob der Bezug auf die burgundischen Handschriften nicht auch ganz explizit damit den Geschmack des Burgunderhofes zu treffen suchte, der ja genau in diesen Grisaillen sich ausdrückte. Kommen wir zu einem weiteren Punkt, an dem sich sozusagen die Erwartungshaltung manifestieren. Der Lauf der Welt von deren Erschaffung bis zu deren Ende ist auf dem Heuwagen-Triptychon vor dem Hintergrund eines sich über alle Tafeln erstreckenden Landschaftspanoramas ausgebreitet. Die unterschiedlichen Teilnehmer der einem religiösen Umzug nachempfundenen Prozession verkörpern dabei ganz ungehemmt das Streben nach materiellen Gütern. Dass der Zug geradewegs in die Hölle führt,
die auf dem rechten Flügel ausführlich abgebildet wird, führt dem Betrachter die Konsequenzen des Strebens nach materiellem Besitz anschaulich vor Augen. Das Triptychon bezeugt ein bemerkenswertes erzählerisches Talent. Genau wie die durchlaufende Landschaft vereinigt auch die Bilderziehung Flügel und Mitteltafel. Auf dem linken Flügel ist der Engelsturz zu sehen, sowie der Sündenfall und Vertreibung aus dem Paradies. Die Flucht des ersten Menschenpaares geht auf dem Mittelbild in die dem Heuwagen folgende Prozession über, wobei das Heu für den materiellen Besitz steht. In der Prozession, die einem Triumphzug gleicht, sind verschiedene Figuren zu identifizieren, die wie auf die Darstellung auf den Totentänzen pars pro toto als Vertreter sozialer Klassen und unterschiedlicher Metiers erscheinen. Da geht es sozusagen um Könige, Fürsten und andere. Gezogen wird der Wagen durch schreckliche Tiermonster, welche der Höllenpforte zustreben, die auf dem linken Flügel dargestellt ist. Dort zeigt der Meister, was diejenigen erwartet, die dem Manno folgen und sich der Einkehr und Buße verweigern. Auf dem Heuwagen selbst singen ein Mann und eine Frau zur Begleitung einer Laute und eines von der Bestie gespielten Pfeife, während ein anderes Paar im Hintergrund sich liebt. Einzig ein Engel richtet den Blick zum Himmel, wo, unbemerkt von allen, Christus als Schmerzensmann erscheint und seine Wundmale zeigt. Das Opfer Christi, so die Botschaft, dass zu dem Sündenfall notwendig wurde, um die Menschheit zu erlösen, ist vergebens. Deutlich orientiert sich Bosch in seiner Darstellung an der Kreuztragung, wobei, womöglich dachte der Maler ganz konkret an eine nur in einer Kopie des 16. Jahrhunderts überlieferte Kreuztragungsdarstellung nach Jan van Eyck. Diese wohl noch im Dienste der Grafen von Holland angefertigte Szene, von der auch mehrere Nachzeichnungen existieren, zeichnet sich gleichfalls durch ihren anekdotischen Charakter aus und nimmt ihren Figurenfundus die Zuschauer bei Bosch vorweg. Eine weitere Bedeutungslage, die sich vor der religiösen Prozession schiebt, hängt mit den in den Niederlanden verbreiteten triumphalen Einzügen der Fürsten in ihren Territorien zusammen. Wir kennen das aus Frankreich, aus unter anderem bei Fouquet dargestellt, sozusagen die triumphalen Blei de Inkomsten, Joyeux Entrée der Fürsten in ihren Territorien. Hier die Stundenbuch von Etienne Chevalier. Auch die Triumphzug-Ikonografie, damals bekannt durch die Triumphe des Petrakers, die in Holzschnitten Verbreitung gefunden haben. Wir erinnern uns auch daran, dass gerade im burgundischen, habsburgischen Feld man mit der Propaganda Maximilians zu rechnen hat, der später dann auch diesen Triumphzug hat gestalten lassen, der vor einigen Jahren in Wien vollständig ausgestellt war und von dem ich jetzt sozusagen pars pro toto auch nur den Musikwagen zeigen, der deutlich sozusagen die Anklänge an das auf dem Heu musizierende Volk aufnimmt. Ein weiteres Beispiel. Aufgrund dendrochronologischer Analysen der Holztafeln ist heute gesichert, dass die vier hier genannten Gemälde von Bosch aus dem Louvre, aus Yale, der National Gallery in Washington sowie Rotterdam die Flügel eines Triptychons waren. Nachdem das Triptychon seine Funktion eingebüßt hatte und in den Handel kam, sägte man die Flügel des Triptychons in der Mitte durch und trennte Vorder- und Rückseiten. Die Außenseiten der Flügel wurden beschnitten und sodann zu einer einzigen Tafel mit der Darstellung des Hausierers verleimt. Die von grauen Brautönen dominierte Farbigkeit der Darstellung lässt zwar an die Außenseiten, die auf Außenseiten von Retabeln üblichen Griseien denken, durch wurde dieser Zusammenhang aufgrund der Farbigkeit lange übersehen. Die Darstellung des Hausierers, der sich durch die sündhaften Versuchungen, die hier durch ein Bordell veranschaulicht werden, nicht vom rechten Lebensweg abbringen lässt, hat der Maler später nochmals auf der Außenseite des Heuwagen-Triptychons gestaltet, dort allerdings ganzfarbig.
Auf dem rechten Flügel des verlorenen Triptychons zeigt Bosch eine Allegorie der Todsünde des Geizes. Die Darstellung der Sterbestunde des Geizhalses knüpft inhaltlich an Ars Moriendi Texte an und steht in einer Bildtradition mittelalterlicher Handschriften dieses Textes. Der Geizige wird jetzt von Angesicht des Todes nicht von seinem Schatztruhe bewahrten Reichtümern lassen. Während der Tod das Sterbezimmer betritt, sind dort anstelle eines Priesters bereits teuflische Dämonen versammelt, um den Sterbenden in die Hölle zu führen. Und hier zeige ich sozusagen einen Text von Augustinus, der sich auch mit dem Sterbesakrament beschäftigt. Es gibt hier allerdings auch eine weitere Bedeutungslage, die sich wiederum aus der ikonografischen Tradition erklären könnte. Und ich zeige hier eine in Lüttich aufbewahrte Tafel mit der Geburt Marias und erinnere daran, dass in den Turin-Malen das Stundenbuch von Jan van Eyck dort auch eine Geburtsszene abgebildet ist. Und es ist schon erstaunlich, dass also sozusagen Geburt- und Sterbeszene sozusagen sich hier ganz dezidiert gleichen, dass sozusagen Motive wie dieser Truhe auf beiden Darstellungen zu finden ist. Es ist zu erwägen, dass die Darstellung des Geizhaltes möglicherweise mit dieser Bildtradition operiert, um die Darstellung zugleich auch zu ironisieren. Kunsthistorische Überblickswerke, die sich mit der Geschichte der europäischen Landschaftsmalerei beschäftigen, weisen Hieronymus Bosch in der Regel keine Schlüsselstellung in der Entwicklung dieser Bildgattung zu. Dabei gehört gerade Bosch in den Niederlanden nicht allein zu den wichtigsten Erneuerern dieses Genres mit seinen infernalischen Landschaften und eigentümlich bizarren Naturmotiven, die von unzähligen Nachfolgern nachgeahmt wurden, ist er zugleich als Vorläufer und Begründer einer eigenen Kategorie der niederländischen Landschaftsmalerei anzusehen, die man bereits im 17. Jahrhundert als Boschiaden bezeichnete. Und damit meist in Ruinen bestickte Höllenlandschaften in nächtlichen Feuerschein meinte. Hier eine Szene von Jan van Dyck. Mit seinem Wirken steht Hieronymus Bosch an der Schwelle einer Entwicklung, in welcher die Landschaftsmalerei zum eigenen Genre wird. Joachim Patinier, ein ausschließlich auf Landschaften spezialisierter Maler in Antwerpen, den Albrecht Dürer während seiner niederländischen Reise 1521 als Gutlandschaftsmaler bezeichnete und der allgemein als der Begründer der flämischen Landschaft angesehen wird, greift in seinen panoramaartig ausladenden Weltlandschaften auf Landschaftsauffassungen und Naturmotive von Bosch zurück. Später sind es insbesondere Landschaften von Peter Beugel dem Älteren, die von der bleibenden Wirkung der Landschaftskonzepte von Bosch zeugen. Damit wird der in Sertogenbosch tätige Künstler und seine Mitarbeiter neben dem in Brücke und an Werpen tätigen Gerard David, dessen Werkstatt der flämischen Landschaftsmalerei gleichfalls wichtige Impulse vermittelte, zu einem der bedeutendsten Katalysatoren bei der Entstehung der Landschaft als eigener Bildgattung. Und auch hier ist doch noch zu untersuchen, inwieweit nicht unter Umständen doch auch die Druckgrafik Dürers eine Rolle spielt bei der Bewusstwerdung der Möglichkeiten der Landschaftsmalerei. Ich zeige sozusagen hier Holzschnitte und frühe Kupferstiche, die natürlich Landschaften zeigen, die sozusagen weit über das hinausgehen, was man in den Niederlanden gewohnt ist zu diesem Zeitpunkt. Der Beitrag von Bosch ist dabei zweiteilig. Einerseits ist er mit seinen aus der Vogelperspektive wiedergehenden Landschaften ein unmittelbarer Vorläufer der panoramaartigen Weltlandschaften, welches in der Nachfolge Patiniers vor allem in Antwerpen produziert wurde. Die in Grisaille konzipierten Darstellungen der erschaffenden Welt auf der geschlossenen Altarzeitung des Gartens der Liste ist dabei sogar als eine Weltlandschaft avant la lettre anzusehen, die allenfalls in den Illustrationen spätmittelalterlicher Chroniken überhaupt ihresgleichen findet. Andererseits vollzieht sich in der Malerei des Hieronymus Bosch
Auch die inhaltliche Emanzipation der Landschaft, welche nun nicht mehr bloß dekorativer Hintergrund ist, sondern der nun intentionell eine regelrechte Kommentarfunktion zukommt, welche sich auf die inhaltlichen Deutungsmöglichkeiten seiner Darstellung insgesamt beziehen kann. Und hier die Darstellung sozusagen des heiligen Jakobs und des Todes und Überfalles eines Pilgers, die gewissermaßen, wo die Landschaft gewissermaßen zum Kommentar der Darstellung wird. Damit stellt sich Bosch in seinem zeichnerischen wie malerischen Oeuvre als einer der ersten Künstler in den Niederlanden die Seite der antiken Kunsttheorie vertretende Ansicht nachdrücklich in Frage, Landschaft habe als bloßes Paragon, als dekoratives Beiwerk nur eingeschränktes Erscheinungsrecht. Die wahre Bedeutung dieses Schrittes, welche als Voraussetzung die Malerei Bruegels erst ermöglicht, kann man allein ermessen, wenn man sich vor Augen führt, dass diese auf Vorstellung von Decorum und Genera dicendi beruhende Ansichten während des gesamten Hochmittelalters etwa durch die Schriften von Johannes von Galandia, so später von selbst durch Leon Battista Alberti kodifiziert wurde. Die hohe Horizontlinie der aus der Vogelperspektiven geschilderten Landschaften ist ein typisches Gestaltungsmerkmal der Malerei von Bosch. Doch sind die Landschaftsdetails hier besonders komplex strukturiert. Mit bemerkenswertem Gespür für die atmosphärische Wirkung nutzt der Maler, nutzt seine Werkstatt eine nuancierte Palette, um mit nur wenigen Pinselstrichen treffsicher Berge, Flusstäler und Städte zu suggerieren, die in scheinbar messbarer Distanz voneinander situiert werden. Wahllos einige Beispiele, die die Virtuosität zeigen, mit der Bosch sich der Herausforderung der Landschaftsmalerei stellt, ganz anders als dies bei Vorbild Jan van Eyck getan hat und viel dichter eigentlich an den Landschaftsaquarellen von Albrecht Dürer, die auch in der Maltechnik, in dieser sehr flüchtigen Maltechnik, doch erstaunlich gleichartig sind. Die von den griechischen Philosophen Thales von Milet, Heraklit und Anaximenes geprägte Vorstellung, dass das gesamte Universum aus einem einzigen Urstoff geformt sei, der sich dann in verschiedenen Zuständen und Zusammenstellungen materialisiert, formt die Grundlage für die ursprüngliche Lehre der vier Elemente, welche der aus Sizilien stammende Philosoph Empedokles im 5. vorchristlichen Jahrhundert formulierte. Feuer, Erde, Luft und Wasser stehen bei ihm als gleichberechtigte Urstoffe bzw. Elemente nebeneinander, die sich in unzähligen Kombinationen jeweils in unterschiedliche Stoffe und Formen bilden. Schon in der weiter vornehmlich durch Plato und Aristoteles geprägten Vorstellungswelt der Antike war jedem der vier Urelemente jeweils eine Gottheit sowie spezifische Eigenschaften zugeordnet. In der christlichen Vorstellungswelt der Spätantike und des Mittelalters ist der luftige Himmel der Ort der Seligen, die feurige Hölle dagegen der Sitz des Teufels und der Verdammnis. Die Lehre von den vier Elementen fand über die Schriften von Von Galen und Paracelsus darüber hinaus Eingang in die Medizin und hatte auf astrologische und alchemistische Vorstellungen Einfluss und zeigte daneben auch Wirkungen im volkstümlichen Aberglauben. Doch sind die Darstellung der vier Elemente sowie die hieraus abgeleiteten Erscheinungen in Boschs Oeuvre daneben vor allem unter dem Gesichtspunkt der Naturauffassung des Künstlers von Bedeutung. Führt schon das Alte Testament Naturkatastrophen wie Sintflut und die Vernichtung von Sodom und Gomorra als Gottesstrafe ein, so galten Naturkatastrophen, Epidemien, Himmelserscheinungen seit jeher als Vorboten von Unheil und dem nahenden Weltenende. Gerade im Spätmittelalter gab es eine regelrechte Renaissance dieser Vorstellung, wobei Abbildung von seltsamen Himmelserscheinungen und monsterhaften Wunderwesen nun im Medium von Einblasholzschnitten in ganz Europa zirkulierten. Wie für viele seiner Zeitgenossen scheint da auch für Hieronymus Bosch Natur und Naturphänomene vor allem als unheilvolle Bedrohung wahrgenommen zu haben. Inspiriert von solchen Darstellungen, ich zeige hier ein Buch, das ein Privatbesitz ist und genau im 16. Jahrhundert diese Naturkatastrophen abbildet. Inspiriert von solchen Holzschnitten erscheinen sie bei Bosch Darstellungen als Vorbilder Teufelsversuchung sowie als Verbildlichung der Hölle. Himmelszeichen kündigen auf seinen Gemälden vom Weltenende
und nahenden Reich des Teufels und scheinen genau darin die um 1500 verbreiteten Vorstellungen des nahenden Weltendes zu veranschaulichen. Und wieder kommen wir eigentlich auf das Gebiet der Grafik zurück, die dann auch für andere Naturphänomene in Boschs Oeuvre wichtig ist. Wir kennen das Verhal vom Drachenbaum, der offenbar von Schongauers Print der Ruhe auf dem Flucht von Ägypten inspiriert war. Aber auch der Elefant, wiederum Schongauers Druckgrafik des Elefanten oder das seines Bruders Ludwig, sind als Bild Quellen anzusprechen. Die Vorstellungen von Himmel und Hölle, die in der Tafelmalerei des Hieronymus Bosch anschaulich werden, waren weit über die Grenzen der Niederlande hinaus prägend für die Auffassung insbesondere der Verdammnis in der Kunst der Frühneuzeit und wirken bis zum heutigen Tage in Film und Populärkultur nach. Dies ist umso erstaunlicher, als dass Boschs Darstellung von Paradies und Hölle die Vorstellung des im Mittelalter zirkulierenden theologischen Schrifttums der Kirchenväter widerspiegeln. Von besonderer Bedeutung waren für die Bilderfindung in Bosch die verschiedenen Jenseitsvisionen, die im Spätmittelalter zirkulierten, sowie insbesondere die Vorstellungen von der Hölle als Ort von Feuersbrünsten, welche in Predigten der Bettelmönche formuliert wurden. Neben den Visionen des Ritters Tondal, dessen Getty-Manuskript wir hier sehen können in der Ausstellung, oder den aus dem 12. Jahrhundert stammenden Visionen des heiligen Paulus und des Lazarus. Hier ging es um Berichte aus dem Totenreich und um Visionen von Himmel und Hölle, die eifrig rezipiert wurden. Besonders wichtig für die Höllendarstellung des Spätmittelalters und sicherlich auch prägend für Bosch waren die Predigten der Bettelmönche, den franziskanischen Predigtexten oder den Predigten der Dominikaner zufolge, gegen die verdammten bis in alle Ewigkeit sündhaften oder unnützen Tätigkeiten nach, gegen deren Ausübung im wirklichen Leben die Bettelmönche polemisierten. Die besonders fantasievolle Gestaltung der Hölle bei Bosch lässt vergessen, dass der Maler auch in seinen apokalyptischen Motivik in erheblich stärkerem Maße der Bildtradition verhaftet ist, als dies auf den ersten Blick den Anschein hat. Entscheidend ist, dass Bosch in seinen Darstellungen des Weltgerichtes, die noch zuvor bei Roger van der Weyden oder Hans Memling oder Dirk Bouts gültige Dreiteilung vom Himmel, Erde und Hölle aufgibt und stattdessen die Erde als eine Art Vorhölle begreift, auf der die Menschheit sich dem Laster hingibt und der Teufel sich zum Herrscher aufschwingt. Auch hier bedient sich Bosch des Stilmittels der Überraschung, indem er durchaus die Traditionen später mit der Weltgerichte einschreibt, diese indes zugleich auch überschreitet. Ob Bosch dabei schockieren wollte oder dies als einen moralisierend ironischen Kommentar verstanden wissen wollte, ist undeutlich. Die Tatsache allerdings, dass Antonius de Beatis 1517 den Garten der Lüste als unterhaltsame Bizarrien betrachtete, deutet eher auf Letzteres. Lassen Sie mich zum Schluss noch auf einen letzten Aspekt zu sprechen kommen. Regelmäßig zeigt Hieronymus Bosch auf seinen Gemälden merkwürdige anthropomorphe Gestalten, die entweder teils Mensch, teils Tier sind oder sich aus verschiedenen Tierspezies zusammensetzen und dann vermenschlicht werden. Obwohl Bosch oft als Erfinder der Diablerien bekannten Szenen angesehen wird, sind seine Chimären vor allem vor dem Hintergrund von weit ins Mittelalter zurückreichenden Bildtraditionen zu begreifen. Denn jene als Hybridwesen aufgefassten Monster und Fabeltiere etwa finden sich in den apotopäischen, das heißt dämonenwährenden Kapitelplastiken romanischer Kirchen ebenso wie den gleichfalls als Schutz vor dem Bösen besonders furchterregend gestalteten Wasserspeiern gotischen Kathedralen und deren agrikulturalen Verwandten der Vogelscheuche. Zeitgenossen von Hieronymus Bosch begegneten ihm im Kontext von Höllendarstellungen auf Kirchenportalen zu den Gerechtigkeitsbildern, welche die Gerichtssaale niederländischer Rathäuser schmückten, sowie in Abbildungen von Missgeburten und exotischen Fabeltieren, wie sie sich etwa durch Weltchroniken sowie einschlägige Einblattzollschnitte des späten Mittelalters und der Frühneuzeit finden. Darüber hinaus waren Chimären Bestandteil der Heraldik und erschienen auch zahlreichen Adelswappen und anderen heraldischen Insignien. Von besonderer
Bedeutung für die Darstellung von Hieronymus Bosch und für die Vorlieben von dessen Auftraggebern waren freilich die spätestens seit dem 13. Jahrhundert bis ins Spätmittelalter hinein verbreiteten Drollerien, die in Bordüren illuminierte Handschriften als Teil der Randverzierungen dargestellt wurden und mit ihren zum Teil grotesken Zügen als belustigende Kommentare zum jeweiligen Text intendiert waren. Das ist ein Stundenbuch für Jean Sans-Peur, in dem sozusagen hier an dem Rand genau solche Chimären, Mischwesen, halb Mensch, halb Tier erscheinen. Die Buchmaler stellten hier oft Tiere dar, die wie Menschen gekleidet waren, menschliche Tätigkeiten ausübten oder daher komisch wirkten. Auch Mischwesen, Monster und Körperteile, die zu Musikinstrumenten wurden, gehörten dabei zum typischen Repertoire grotesker Randverzierung. Seit dem 14. Jahrhundert gehören prachtvoll dekorierte Handschriften, die zu einem guten Teil unterhaltsamer Drollerien unterhielten, neben Tapisserien und Juwelen, zu den beliebtesten Statusobjekten der burgundischen Herzöge und deren niederländische Entourage. Andere Vorlagen fanden sich für Bosch unzweifelhaft im Hofmilieu in Traktaten von Kriegsingenieuren, etwa dem Bellis Fortis Manuskript, dessen Wirkung Reinhard Falkenberg in seinem Buch über Hieronymus Bosch sehr deutlich und sehr klar herausgearbeitet hat. Es kann daher nicht überraschen, dass, wie aus zeitgenössischen Beschreibungen der Gemälde Bosch hervorgeht, gerade Angehörige niederländischen Hochadels besonders empfänglich für die ebenso unterhaltsam wie lehrreich wahrgenommenen Darstellungen des Künstlers waren, die sich offenbar insbesondere an dessen bizarrer Bildersprache und den grotesken Mischwesen zu detektieren wussten. Daneben dürfte der Maler mit seinen fantasievollen Darstellungen nicht zuletzt den Zweck gedient haben, sich als Virtuose vorzustellen, dessen eindrucksvolle Erfindungsgabe und Fantasie ein bemerkenswertes zeichnerisches und malerisches Können komplettierte. Denn ganz entgegen der Vorstellung der aristotelischen Philosophie veranschaulichen Bosch Mischwesen nicht allein die auf genauer Naturnachahmung begründende Befähigung des Malers, die Natur mit den Mitteln der Malerei zu gestalten. Vielmehr übersteigt der Maler in diesem Aspekt seines Schaffens die bloße Naturarmung, wird zu einem Artifex, zu einem Gottkünstler, dessen Bildschöpfung die Wirklichkeit übertreffen. Und vielleicht ist genau in diesem Sinne die teuflische Gestalt zu begreifen, die wir am rechten Bildrand der Darstellung des Evangelisten Johannes finden. Vom Adler, dem Symboltier des Evangelisten, argwöhnisch betrachtet, ist es eine sinistre Figur, halb Mensch, halb Tier, die sich mit einer Harke an der Signatur des Künstlers zu schaffen macht. Auch hieran kann man vielleicht erneut ein Element der Ironie entdecken, mit der Bosch zu einem anspruchsvollen Publikum eine weitere Bedeutungsebene, nämlich die der bizarren Belustigung, dem sehr konventionellen Bildthema überlagert. Herzlichen Dank.